Hallo Deutschland, zunächst einmal möchte ich mich bei euch allen bedanken. Wir haben mit meinem neuen Video über Nacht, das ich gestern Abend hochgeladen habe, über 300.000 Menschen erreicht. Über Nacht, sprich heute Morgen, sind wir dann in die YouTube-Charts eingezogen und haben Platz 1 dominiert. Sprich, wir waren vor allen bekanntesten YouTubern, vor Sportlern, vor Musikern und vor anderen Persönlichkeiten mit Rang und Namen. Da haben wir etwas geschafft, das natürlich für den Mainstream und für die Presse, für die Journalisten und die aktuelle Politik eine wirkliche Gefahr darstellt. Denn mit dieser metapolitischen Arbeit, die wir da geleistet haben, konnten wir ganze Menschenmassen bewegen. Aber warum mache ich nun dieses Video? Mein Video wurde vor wenigen Minuten aus den deutschen Charts entfernt. Es wurde nicht, so wie normal, erst auf die Plätze 2, 3, 4, 5 und 6 verschoben, wenn es denn an Relevanz verliert. Nein, es wurde komplett entfernt und herausgenommen. Nun könnte YouTube so argumentieren, dass es an Kommentaren liegt, die darunter verfasst wurden, welche nicht der Gesetzeslage entsprechen. Geht nicht, denn ich habe die Kommentarfunktion genau aus diesen Gründen abgeschalten, da ich das Ganze nicht mehr überwachen konnte. Auch kann es nicht am Inhalt liegen, denn der Inhalt war sachlich, fair und alles andere als vulgär nach außen getragen. Woran liegt es also, dass ich aus den Charts entfernt wurde? Kann es sein, dass die Politik nicht weiter zulassen möchte, dass es Menschen gibt, die fernab ihrer Systemmedien vielleicht mehr Menschen erreichen als sie selbst? Kann es sein, dass nicht nur mein Facebook, mein Instagram immer wieder gesperrt und gelöscht werden, weil die Politik es für zu gefährlich empfindet, dass wir normale Menschen erreichen, eben nicht diese Rechtsextremen, diesen braunen Mob, wie er hier beschrieben wurde? Kann es sein, dass aufgrund dessen mein Video nun entfernt wurde, weil YouTube gemeinsam mit der Politik erkannt hat, dass Menschen wie ich und viele Menschen da draußen etwas tun, was ihnen ganz und gar nicht schmeckt? Die Wahrheit berichten. Ich möchte mich nichtsdestotrotz bei euch allen bedanken, dass ihr mich unterstützt habt. Natürlich werde ich weitermachen. Wir haben mit diesem Video sehr viele Menschen erreicht. Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Und wir haben eines geschafft. Wir haben einen Meilenstein gesetzt. Der patriotische Widerstand ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und dort nicht mehr wegzudenken. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir werden unsere Meinung und unsere Stimme dort platzieren, wo es euch wehtut. Wir sind die, die euch unangenehm daran erinnern, was eure Taten zur Folge tragen.